our distance, boys, but we can't let her get too far away. Y'all have to tell me when to move. So, willkommen zurück. Ja, zu dem zweiten Teil des heutigen Spiels. Ja, nämlich Final Fantasy X. Genau. Ja, wir sind jetzt schon ein bisschen weiter fortgeschritten im Spiel. Ein bisschen sehr viel weiter. Und ich kämpfe jetzt gerade gegen einen Endgegner. Das ist Ephrey, der Schutzdrache. Wir stehen gerade auf einem Flugschiff. Wie ihr vielleicht schon gesehen habt in der Zwischensequenz. Ja, und den müssen wir jetzt erstmal besiegen. Und... ja, der ich habe schon viel HP. Ja, 32.000 geht eigentlich noch. Also später werdet ihr noch welche mit fast über 100.000, also schon weit über 100.000 welche ja, sehen. Da braucht man halt mal ein paar Minuten. Ja, und ich mache jetzt, zeige jetzt mal so ein paar Ekstase-Attacken. Zum Beispiel hier Salto-Hieb. Braucht man, hat man halt so. Ja, so kleine so Reaktionsspielchen. Weil wie hier von Walker, der kann seinen Ball in verschiedene Zustände machen. Wie man hier sieht, nehmen wir mal Feuer. So. Da brennt jetzt der Ball und aber irgendwie wird er nicht gebrannt. Ja. Macht so gut Schaden. Ja. Und der Grund, warum wir überhaupt hier kämpfen, ist, sagen wir das spoilern. Es ist ja eigentlich nicht so was weltbewegendes. Ja, mach mal ruhig. Ja, die Yuna ist leider entführt worden. Von einem Bösewicht. Ja, der euch immer wieder im Spiel begegnet. Und ja, wir sind jetzt auf dem Weg, sie zu befreien. Genau. Dabei kommt uns aber hier dieser Drache halt in den Weg. Ja, und das, ja, halt schon mal dabei, ist halt Pech, aber... ja. Ja, ihr seht jetzt auch hier, man kann ich euch gleich zeigen. Das macht ja ganz schade, Walker. Ja, ist der Tidus. Ja, der Tidus macht, der hat keine durchschlagende Waffe. Ihr könnt euch auch, wie schon gesagt, eure Waffen halt immer upgraden, damit die ein bisschen mehr Schaden machen. Ja, wie ihr jetzt hier seht, sieht man hier nicht nur die HP-Anzeige von dem, sondern auch darunter, gegen was der anfällig ist. Gegen Feuer, Blitz, ja, so Eis ziemlich gegen alles. Aber davor ist noch eine Zahl, ich glaube eine 1,5 oder so. Das heißt, es macht zwar Schaden, aber nicht bedeutend viel. Ja, ja. Wie jetzt bei den Pflanzen viel mit Feuer. Ja. Und hier ist jetzt leider gerade der Walker versteinert worden. Deswegen muss ich den mal mit einer, Goldnadel wieder befreien. Sonst kann es nämlich sein, dass der für den ganzen Kampf weg ist. Ja, dann bleibt er ja so versteinert. Ja, nicht wirklich. Er wird in alle Einzelteile zerschlagen. Weil das kann der Ephrey nämlich. Mit seiner Attacke. Ja. Der versteinert die erst und kann die dann kaputt machen. Das ist schlecht. Ja, aber also ich würde euch raten, falls ihr das Spiel noch nicht gespielt habt, solltet ihr besser immer ab und zu mal wieder trainieren. Ja, ja, jetzt hat der Ephrey sich zum Beispiel selber praktisch geupgradet oder so. Ja, mit der Hast. Ja, das heißt, er greift jetzt viel schneller an. Ja. Das können wir natürlich auch machen. Wir können den auch verlangsamen. Das mit dem Hast mache ich glaube ich gleich mal, aber ich heile uns erstmal. Was haben wir denn? Haben wir denn so eine Exportion mit die gesamten? Okay, gut, Gruppe. Oh, ich bin vergiftet. Ja, ich kann mal. Erstmal hier so ein bisschen hochheilen. Ja. Jetzt ein paar vergiftet. Ja, man kann auch den anderen zum Beispiel halt so Sachen beibringen, dass zum Beispiel der Walker oder so später halt schwarze Magie machen kann. Also. Ja. Die Sachen gibt's halt. Zack. Ja, oh, jetzt hat er nur noch 22, das heißt, ja, der Kampf dürfte jetzt schon zu Ende sein. Ja, oder zeig doch nochmal kurz mit den Extras. Was denn? Meinst du das? Ja. Ja, gut, da kann man sich jetzt nur entfernen, wird der Kampf jetzt Stunden dauern. Ja, das ist halt, falls ihr jetzt nicht weiterkommt in den Kampf, könnt ihr euch jetzt in manchen Kämpfen Hilfe holen, dadurch, dass ihr irgendwie so eine Schutzhaltung einnehmen könnt, oder ihr könnt euch jetzt mit dem Flugschiff entfernen und dann schießt das Flugschiff auf das Vieh. Das bringt auch nicht wirklich viel. Ja, deswegen mache ich den jetzt noch schnell kalt, sag schon mal auf Wiedersehen und genieße danach die schöne Zwischensequenz, die wirklich cool ist. Ja. Ja, und ja, wir wünschen euch noch viel Spaß. Also, kleine... erinnert so ein bisschen an Heavenly Sword, was wir letztens gemacht haben. Ja, das stimmt. Allerdings. Ja. Okay, ja, dann bis später. Ja, tschö.